Hey liebe Weltallkinder, dieses Video wird ungeschnitten sein, weil es für mich dann einfach momentan einfacher ist, es dann auch hochzuladen, weil ich nicht so die Zeit dazu momentan habe, das zu schneiden. Es soll im Prinzip so der erste Tagebucheintrag jetzt von einer kleinen Serie sein. Vielleicht werde ich die auch dann immer weiter fortsetzen, ich schau mal. Auf jeden Fall bin ich seit Freitag wieder in der Klinik. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube 15. oder so war das. Ich weiß gerade aber nicht mehr genau. Und aus folgendem Grund. Ich hatte immer wieder Nervenzusammenbrüche, weil es einfach momentan auch schwierig mit meinem Freund ist und die Konflikte dann bei mir ziemlich viel Angst ausgelöst haben. Und vor ein paar Wochen, also es sind jetzt glaube 11 Wochen, war ich dann kurzzeitig wieder erleuchtet, bin dann aber sehr schnell wieder rausgerutscht. Und ja, meistens läuft es dann immer so nach demselben Schema ab. Ein Abonnent hat mir geschrieben, das hat mich persönlich ziemlich weitergebracht, dafür danke. Das nennt sich altruistische Abtretung. Das ist ein Abwehrmechanismus. Und das ist im Prinzip immer das Schema, warum ich rausrutsche. Im Prinzip, dass ich dann nicht mehr die Selbstliebe und die eigene mentale Gesundheit an erste Stelle stelle, sondern andere Personen. Und das führt dann halt bei mir zum Rausrutschen und es ist allgemein auch so ein Verhalten, was ich so die letzten Jahre ziemlich häufig so gemacht habe, was wahrscheinlich durch meine Mutter entstanden ist. Weil ich bei der Trennung von meinen Eltern versucht habe, zwischen denen zu schlichten und auch so für meine Mutter irgendwie da zu sein. Und dadurch ist dann halt auch dieser ganze Helferkomplex irgendwie entstanden, glaube ich. Und ja, bei meinem Freund rutsche ich dann immer wieder auch in dieses alte Muster hinein. Weil, ja, ihm geht es halt oft auch nicht so gut. Und ja, leider ging es jetzt halt mir auch immer wieder, ja, eigentlich insgesamt immer schlechter. Ich habe dann zuerst auch versucht zu meditieren und so. Es hat dann irgendwann auch nicht mehr so gut geklappt und irgendwann habe ich dann halt einfach eingesehen, okay, ich gehe jetzt wieder in die Klinik. Ich versuche an diesen Mustern zu arbeiten. Und ja, mein Klinik-Alltag möchte ich hier dann so ein bisschen festhalten. Und ja, so verschiedene Dinge nennen, die mir auch so geholfen haben. Ich hätte eigentlich gern mehr so konkrete Videos gemacht jetzt zu irgendwelchen Themen. Das und das hilft bei dem und so. Aber vielleicht ist mein persönlicher Weg auch einfach, dass ich zeige, was mir geholfen hat. Und man sich das vielleicht so teilweise abschauen kann, ich weiß nicht genau. Also ich helfe mir und damit ist anderen vielleicht irgendwie auch geholfen, ich weiß es nicht. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dann am Freitag, ich könnte es das Datum nachschauen, ich bin aber zu faul, ich glaube es war der 15. Selbst eingewiesen und kam dann erstmal auf eine geschlossene Station, weil halt nirgendwo anders auch ein Platz frei war. Ja, meine Angststörung hatte in letzter Zeit leider wieder ziemlich enorm auch zugenommen. Bevor ich das Ganze jetzt noch anfange, das habe ich wirklich vergessen. Ich möchte auch nochmal ein riesiges Danke so an alle sagen, die diesen Kanal unterstützen. Die immer wieder auch nette Dinge schreiben. Und es gibt ja auch einen Typen, der unterstützt mich sogar bei Patreon. Dem Ricardo. Und ich habe mir überlegt, ich will den Leuten auch was dafür zurückgeben. Und ich habe letztens ziemlich viele Karten so selber hergestellt für eine Goa, wo ich auch was von meiner Kunst ausgestellt habe.
Und von denen würde ich dem Ricardo dann eine zusenden. Und ja, vielleicht auch noch hinten irgendwas draufschreiben oder so. Ich schau mal. Es kann aber sein, dass ich da zuerst in den nächsten paar Wochen komme, weil, wie gesagt, ich bin momentan in der Klinik. Hier kommt immer wieder ziemlich viel hoch. Eins nach dem anderen. Aber ja. Das wollte ich zumindest jetzt mal sagen. Genau. Auf jeden Fall bin ich dann am Freitag angekommen. Und ja. Ich hatte Glück, dass ich auf ein ziemlich ruhiges Zimmer gekommen bin, wo die Leute auch nett sind und niemand ist, der irgendwie aggressiv ist oder so. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich jetzt auf der geschlossenen war, leider. Aber dadurch, dass ich da halt jetzt schon mehrmals war, weiß ich auch so ein bisschen, wie man sich da zurechtfindet. Und das fiel mir jetzt nicht ganz so schwer, würde ich sagen, wie die letzten paar Male. Es ist natürlich jetzt nicht so der schönste Ort auf der Welt, aber ja, musste halt jetzt leider sein. Und weil ich wirklich eingesehen habe, dass ich jetzt halt wirklich an dem Punkt bin, wo ich Hilfe brauche. Weil ich zu Hause eben immer wieder in diese alten Muster fall und es mir immer schlechter ging und ich dann auch teilweise wieder in der Essstörung drin war, also immer weniger gegessen habe und ich auch wieder angefangen hatte, mich selbst zu verletzen, was ja eigentlich so ein komplett destruktives Ego-Muster ist und was das ganze Ego ja nur verstärkt. Und ja, also freitags war dann eigentlich nicht wirklich viel. Ich hatte halt mein Aufnahmegespräch bei der Ärztin, wo ich so gesagt habe, warum ich da bin. Und lag dann erstmal halt wirklich nur im Bett, weil ich komplett erschöpft war. Ja, also ich habe da eigentlich nicht wirklich was so noch groß gemacht. Am Samstag habe ich herausgefunden, dass eine Verwandte von mir auf der Station arbeitet. Das hatte mir meine Mutter auch irgendwann mal vor einigen Monaten erzählt, aber ich wusste nicht mehr, dass es die Station ist. Und es war dann für mich ziemlich unangenehm, weil ich erstmal meiner Mutter auch nichts sagen wollte, weil es der halt auch nicht so gut geht. Und ich das ihr auch lieber persönlich sagen wollte und nicht, dass sie das so jetzt ja irgendwie mitbekommt durch andere. Aber die steht ja zum Glück unter Schweigepflicht. Und es war dann anfangs für mich so ein bisschen unangenehm. Aber das hat sich dann auch mit der Zeit gelegt. Ja, ich habe angefangen dann ziemlich viel zu lesen. Mittlerweile habe ich alle drei Bänder von Metro durch. Die sind ziemlich toll. Also sind die Lieblingsbücher, also eine der Lieblingsbücher von meinem Freund. Und deswegen habe ich die jetzt auch gelesen. Da gibt es auch ein Spiel dazu, wen es interessiert. Und ja, was war noch am Samstag? Ich war kurz davor, wieder nach Hause zu fahren, eben wegen meiner Verwandten. Aber ich wusste halt eben, dass ich wirklich Hilfe brauche. Und ich hatte mich zwar ziemlich unwohl auf der Station gefühlt, es war dann auch ziemlich viel Sozialphobie da und so. Aber ja, ich habe mir einfach gesagt, dass ich das jetzt durchziehe und ja, dass ich ja auch auf eine offene Station komme. Und ja, am Sonntag ging es mir dann nicht so gut. Also am Anfang ging es mir sogar relativ gut. Aber nachmittags war ein Patient ziemlich aggressiv und das hat mich dann ziemlich getriggert. Und er hat dann halt auch immer wieder rumgeschrien und randaliert. Und es hat bei mir dann halt immer wieder Ängste ausgelöst und dadurch habe ich mich kaum noch aus dem Zimmer rausgetraut. Und habe mir dann später auch abends noch, weil die Angst nicht wegging und ich war komplett so unruhig und ja, hatte eben nur noch Angst, habe ich mir noch eine Tavor geholt. Duloxetin bekomme ich mittlerweile auch wieder, das Antidepressiva. Ich hatte davor versucht, auch nur CBD zu nehmen, aber zu Hause, das hat halt einfach nicht ausgereicht. Ich finde, CBD hilft schon, aber es ist halt nicht so stark wie andere Medikamente, leider. Ich finde CBD schon gut, aber ja,
Ich versuche halt nicht immer Tabletten zu nehmen, wenn es mir scheiße geht, sondern nur so in Notfällen, damit mein Ego sich jetzt auch nicht irgendwie dran gewöhnt, dass es irgendwie immer betäubt wird oder so. Aber ja. Dann montags habe ich rausgefunden, dass meine eine Mitpatientin im Zimmer auch zeichnet. Das war dann ziemlich schön. Wir haben dann abends noch so Entspannungsmusik, ich glaube über 2 Stunden lang gehört und dann gezeichnet. Und ja, das hat mir richtig gut getan. Und ich habe auch wieder so meine Kreativität wieder irgendwie gespürt. Ich habe da wieder Zugang dazu bekommen, weil durch die Depression und Ängste blockiert es das irgendwie bei mir. Und da kam das irgendwie wieder. Und ich konnte nicht wieder zeichnen. Und ja, ich zeige euch mal, was das ist. Ich habe die letzten paar Tage auch weiter dran gezeichnet, bin aber noch nicht fertig. So, bitte. Ja, stellt mich und meinen Freund dar, wie wir gemeinsam in die Erleuchtung fallen. Ist auch irgend so eine Wunschvorstellung von mir. Ja, es hat mir aber auch irgendwie ein bisschen so Halt gegeben. Und ich wünsche halt einfach auch, dass es meinem Freund selber auch besser geht. Ja, Dienstag. Dienstag habe ich wieder meinen Freund angetroffen, der kam zu Besuch. Ich hatte dann aber was getriggert und mir ging es dann nicht so gut und deshalb musste ich zur Klinik zurück. Ich hatte dann auch teilweise wieder Dissoziation, was auch so ein Abwehrmechanismus ist. Das heißt, der Körper knipst dich halt einfach irgendwie aus. Was irgendwie auch so eine Schutzfunktion ist. Also bei mir kommt es, wenn mir wirklich so alles zu viel ist, ich einfach nicht mehr kann. So aus Überbelastung. Und dann einfach so, mein Körper wird so, keine Ahnung, meine Schritte werden immer langsamer. Manchmal konnte ich auch überhaupt nicht mehr gehen. Das ist unterschiedlich. Und ich hatte das eigentlich überwunden, aber in den letzten paar Wochen ist es leider auch immer wieder vorgekommen. Ja, und dann habe ich mir leider auch wieder eine Tavo holen müssen, weil ich halt wirklich, ich war nur noch am Heulen. Es war sehr viel Angst da, sehr viele Schmerzen. Ja. Und am nächsten Tag habe ich dann auch wieder mit meinem Freund geschrieben. Und er hat auch eingesehen, dass er jetzt endlich was gegen seine Sucht tut, was auch für mich eine riesige Entlastung ist. Ja, und ich kam endlich auf eine offene Station. Und die Tage auf der geschlossenen hatte ich lustigerweise einen Mitpatienten von der alten Klinik kennengelernt, der auch spirituell ist. Also wieder getroffen, besser gesagt. Hatte aber jetzt nicht so viel mit ihm geredet, weil leider immer wieder sehr viel Angst da war. Und der kam dann auf dieselbe Station wie ich an dem Tag. Also wir wurden beide dann umverlegt. Eigentlich ein ziemlich lustiger Zufall. Oder Koinzidenz, ich weiß es nicht. Aber es ist schon lustig, dass ich den ausgerechnet jetzt wieder treffe. Genau hier. Ich weiß nicht, ob Menschen sich zufällig begegnen oder nicht, aber manchmal treffen sich Menschen und bringen sich dadurch halt irgendwie auch gegenseitig weiter, habe ich das Gefühl. Und ja, es war aber dann auch auf der neuen Station leider immer wieder ziemlich viel Angst da, so vor den anderen Patienten.
Ich habe dann auch später noch eine aufs Zimmer bekommen, die auch erst angekommen ist. Und der ging es dann später nicht so gut. Und ich habe dann versucht, mich ein bisschen um sie zu kümmern. Auch wenn es für mich anstrengend war zu reden. Ich habe dann aber auch vom Stress halt angefangen, wie so einen grünen Schatten von ihr zu sehen, der irgendwie durchs Zimmer wandert. Halt einfach mein Ego versucht hat, ja, dass ich aufhöre zu reden, glaube ich. Also das Ego will einen ja auch eigentlich nur schützen, aber tut es eigentlich nicht. Ja, es ist auch immer wieder so, dass ich vom Stress angefangen habe, irgendwie Lichtpunkte irgendwie zu sehen oder sowas. Oder Lichtflecken, irgendwie teilweise auch bunt, zum Beispiel in Blau oder so. Das kam oft hoch, wenn ich dann so längere Unterhaltungen geführt habe und dann ziemlich viel Angst da war. Und vielleicht war es noch der Mittwoch, vielleicht war es aber auch schon Donnerstag, habe ich dann noch ein bisschen länger als ein paar Worte eben mit diesem Patienten geredet, der mit mir umverlegt wurde. Er kennt sich auch ziemlich gut mit Energien aus, wo ich selber eher noch so Anfängerin auf dem Thema bin. Also klar, Tai Chi sagt mir was und sowas. Aber ich würde sagen, der kennt sich da besser aus als ich. Ich bin da bisher eher belesener, was das Thema Ego angeht. Aber ja, ich finde es interessant, auch so andere Sachen sich anzuschauen und dann selber irgendwie auch daraus zu lernen und daraus irgendwie zu profitieren und weiterzukommen. Und ja, er hat mir gesagt, dass er das früher so richtig spüren konnte beim Tai Chi und so. Und dass ihm richtig warm davon wurde und so. Und er mittlerweile aber leider nicht mehr so einen Zugang dazu hat. Und die Unterhaltung hat mich dann inspiriert, selber wieder mit Tai Chi anzufangen. Und ich habe dann festgestellt, dass es bei mir tatsächlich ziemlich hin und her schwankt, wie viel ich jetzt zum Beispiel zwischen den Händen spüre oder so, von der Wärme und so. Also teilweise nur so minimal und dann aber was davor größer. Und je mehr ich im Verstand bin, umso kleiner ist es tatsächlich, weil ich dann weniger irgendwie fühle. Ja, ich muss kurz Nase putzen. Ich habe auch eben in der Klinik wieder angefangen, regelmäßig zu meditieren. Tatsächlich habe ich auch durch so eine Gehmeditation wieder diesen Zugang zur Kreativität bekommen, weil ich einfach versucht habe, von verschiedenen Sachen, die mich belasten, irgendwie loszulassen. Und ja, also durch das Ausatmen zum Beispiel dann loszulassen. Genau, Donnerstag. Donnerstag hatte ich dann meine erste Therapie. Allerdings nur eine einzige, weil am Anfang hat man nicht so viele Therapien. Das kommt erst so Stück für Stück. Es war Ergo, wo es mir anfangs auch ein bisschen viel war mit den Leuten, aber ja, irgendwann wurde die Angst dann auch besser, wenn ich da längere Zeit saß. Genau, das hatte ich vergessen zu sagen. Am Mittwoch hatte ich dann auch nochmal so eine Art Aufnahmegespräch dann auf der neuen Station mit meiner Therapeutin dort und habe dir dann auch so erklärt, warum ich da bin und ja, mit dem Konflikt mit meinem Freund so ein bisschen erwähnt und ja. Genau, Donnerstag. Da, genau, ich hatte Ergo. Und ansonsten, war ich glaube nachmittags draußen und abends hatte ich dann Akupunktur. Das habe ich schon mal gemacht, weil ich war schon mal auf der Station. Da haben die es auch angeboten, es wird am Ohr gemacht dort. Und nach ein paar Mal hatte ich wirklich das Gefühl, endlich irgendwie wieder mehr entspannen zu können. Und ja, dieser andere Patient,
Der kennt sich auch mit Akupunktur ein bisschen aus. Habe mich dann auch ein bisschen mit ihm davor ausgetauscht. Der hat das auch schon beim Rücken bei sich machen lassen. Und ja, dann habe ich eben diese Nadeln ins Ohr bekommen. Die anderen Patienten auch, die das machen lassen wollten. Und man saß da eben dann da und ließ das über eine halbe Stunde da am Ohr eben dran. Es waren insgesamt 5 Nadeln pro Ohr. Und beim Reinstechen habe ich bis bei auf einer Nadel immer dann so ein Kribbeln gespürt. Ich glaube, bei der einen Nadel wurde es nicht richtig gemacht. Und einmal ist das Kribbeln dann sogar bis ins linke Bein irgendwie geflossen. Ja, genau. Und dann saß ich eben da und habe eben auch versucht zu meditieren, während die Musik lief. Und nach, keine Ahnung, 15, 20 Minuten fing es an, ich weiß nicht, ob das mein Kreislauf war oder so, aber mir wurde plötzlich voll schlecht, weil ich hatte das Gefühl, dass da auch irgendwas in mir hochkommt. Also irgendwie, weiß nicht, ob es Schmerz war oder so. Und ich hatte das Gefühl, dass ich wieder diesen Kontrollverlust vom Fall fühle, der vor der Erleuchtung bei mir eigentlich immer kam. Dadurch, dass aber in letzter Zeit nicht so viel Selbstliebe da war, konnte ich da irgendwie nicht so gut loslassen. Und es war dann dadurch viel mehr Angst da. Und ich denke, je weniger stabil man gerade im Leben steht, umso schwerer fällt es halt allgemein auch loszulassen. Ja, ich muss auch sagen, dass ich an dem Tag 3-mal schon meditiert hatte und ich vielleicht deswegen auch da bei der Akupunktur besser irgendwie diesen Zugang dazu hatte. Aber ja, das ist dann irgendwie immer wieder in so eine Art Kampfinneren ausgeartet, weil ich einfach Angst hatte, irgendwie auch umzukippen und ich dachte dann so, machen die Pfleger sich Sorgen, dann schauen die anderen Patienten komisch und keine Ahnung, beim Kontrollverlust kann es auch passieren, dass man irgendwie anfängt zu lachen. Es wäre jetzt irgendwie völlig unpassend, wenn ich jetzt einfach hier lache, während hier voll die Stille ist. Und ja, und dann wusste ich aber, ich muss es irgendwie zulassen. Ich kenne das ja, was es ist und ich weiß, es tut gut. Ich habe es aber leider überhaupt nicht hingekriegt. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, dass dann irgend so ein Teil von mir dann irgendwie so gerade offen liegt und ich hatte dann irgendwie panische Angst, dass der so offen ist. Und danach, also ich bin dann nicht rausgegangen, sondern habe versucht, dann irgendwie weiterzumachen. Als es vorbei war, habe ich dann leider wieder eine geraucht, also eigentlich wieder nur betäubt. Ich muss auch sagen, dass ich die letzten Tage hier viel mehr geraucht habe als zu Hause. Zu Hause habe ich eigentlich fast sogar damit aufgehört gehabt und nur noch geraucht, wenn es mir wirklich, wirklich schlecht ging. Und hier jeden Tag ein paar Stück. Ja, und habe dann irgendwie versucht, ich weiß nicht, ich war irgendwie so unruhig, es war so viel Angst da und ich wusste einfach nicht mehr. Ein Teil von mir wollte es dann halt irgendwie weghaben. Ich weiß, dass es auf jeden Fall gut gewesen wäre, wenn ich es zugelassen hätte. Vielleicht wäre ich wieder zur Erleuchtung gekommen, weiß ich nicht. Aber irgendwie konnte ich das in dem Moment einfach überhaupt nicht. Und ja, dann habe ich irgendwie dieses Offene irgendwie wieder zugemacht. Und am nächsten Tag ging es mir deshalb ziemlich scheiße. Und die Depressionen waren dann wirklich ziemlich da. Und ich habe mich dann beim Frühstück auch ein bisschen triggern lassen, was die Essstörung angeht. Hatte dann auch Probleme zu essen. Mittags und nachmittags wurde es dann ein bisschen besser. Und ich habe dann meditiert wieder und habe versucht, diesen Schmerz, der da hochkommt, zu umarmen. Also auch so früher Sachen, Traumata, die hochkommen. Und
irgendwie zu umarmen und zu mein früheres Selbst zu umarmen und eben Selbstliebe zu geben. Und teilweise auch mit Absicht in den Schmerz einzutauchen. Ich konnte das aber irgendwie nicht komplett. Sondern immer nur so stückweise. Und in den letzten Wochen habe ich auch irgendwie ziemlich einen Tinnitus bekommen. Den höre ich eigentlich immer momentan auch beim Meditieren oder wenn es ziemlich still ist. Was eigentlich wahrscheinlich durch den Stress kommt. Manchmal habe ich dann auch Stresskopfschmerzen. Aber momentan ist es eher der Tinnitus. Und ich habe dann versucht, wirklich so in den Ton vom Tinnitus reinzugehen, in dieses Laute und zu sagen, du kannst ruhig lauter werden, es ist okay. Du kannst komplett anschwellen, auch zum Ego, es ist okay. Also die Übung würde ich dann aber nur jemandem empfehlen, wenn man gerade wirklich ein bisschen gefestigter ist. Von Anfang empfehle ich eher, sich sowas wie Liebe und Heilung zu sagen beim Meditieren, wenn man gerade irgendwie wirklich instabil ist. Und dieses in den Schmerz reingehen würde ich nur machen, wenn man gerade das Gefühl hat, da auch mehr reingehen zu können. Also da gerade zumindest so ein bisschen, weiß nicht, dass es für einen wirklich geht, ohne dass man sich überfordert. Und ja, mir ging es danach wirklich besser. Hat mir gut getan, weil ich dann auch irgendwie zumindest zum Teil loslassen konnte. Ja, von den Therapien her hatte ich am Freitag dann auch noch Psychoedukation. Ja, die waren alle vormittags, als es mir noch nicht so gut ging. Und ich habe mich da echt durchgequält, weil es mir so unangenehm war, mit den Leuten dort in dem Raum zu sitzen. Und ich habe ständig dann auf die Uhr geschaut, dass ich irgendwie raus kann. War am Skillen mit meiner Knete, um irgendwie ruhiger zu sein, was für die Hände zu haben. Und danach hatte ich dann noch Ergo, wo ich mich beim Zeichnen dann auch eher durchgequält habe. Eigentlich auch eher raus wollte. Aber ich wusste halt, wenn ich aus der Situation fliehe, dann lernt mein Ego eben nicht so gut, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Genau, dann kam der Samstag. Man kann auf einer offenen Station ja so Wochenendurlaub beantragen, so eine Art Belastungserprobung. Und ich wollte dann tagsüber eben nach Hause gehen zu meinem Freund in unsere Wohnung und über Nacht dann aber wieder in die Klinik gehen. Wir hatten den Plan, gemeinsam auf den Flohmarkt zu gehen. Und ja, ich bin dann eben mit der Bahn zu ihm gefahren. Und schon nach ein paar Worten, die ich mit ihm geredet hatte, kam bei mir dann halt auch wieder ziemlich viel Angst hoch. Unser letztes Treffen am Donnerstag war dann zwar besser als das am Dienstag. Am Donnerstag hatten wir uns nochmal getroffen. Und aber irgendwie, ich war dann halt ziemlich verkopft und meinen Ängsten und hatte Angst, dass das heute irgendwie alles nicht klappt. Und dass ich gleich irgendwie auch wieder zur Klinik zurück muss, weil es mir so schlecht geht und so. Wir waren dann noch kurz einkaufen und sind dann zur Wohnung. Dort habe ich mich erstmal ins Bett gelegt. Es wurde dann aber mit der Zeit besser. Wir haben dann auch noch ein bisschen gekuschelt. Das hat irgendwie auch gut getan. Das hatte ich auch ehrlich gesagt die letzten Tage ziemlich vermisst. Und dann habe ich ein bisschen YouTube geschaut. Weil Open Mind hat ja auch Videos zum Ego hochgeladen, Hyperraum auch. Und besonders das von Hyperraum hat mir ziemlich gut gefallen. Ja,
Und irgendwie hat mir das dann irgendwie einfach auch gut getan, die anzuschauen. Also mir ging es danach irgendwie auch besser. Ja, und dann hatte ich eben diesen Kommentar gesehen, weil ich auch noch so auf die Kommentare auf meinen Kanal gegangen bin, wo mir eben dieser eine Abonnent von dieser altruistischen Abtretung geschrieben hatte. Und ich habe das Ganze dann gegoogelt. Und ja, es gibt ja, wie gesagt, so alle möglichen Abwehrmechanismen. Und ich glaube, ich muss halt echt an dieser altruistischen Abtretung arbeiten, damit ich wieder mehr Zugang zu meinem Herzen bekomme. Zeitweise hatte ich das dann auch wieder am Freitag und man fühlt sich so viel lebendiger, also bei der Meditation. Aber irgendwie dadurch, dass es dann auch alles so offener ist, kommt dann immer so die Angst aber, dass ich so offen bin. Weil es ist wahrscheinlich auch die Angst, irgendwie verletzt zu werden. Genau. Ich hatte dann eigentlich auch das Bedürfnis, mit meinem Freund darüber zu reden. Und habe ihm dann gesagt, ja, dass mich gerade was beschäftigt. Und dass es aber ihn triggern könnte. Und deshalb haben wir dann nicht drüber geredet. Weil er es zuerst nicht wollte, später wollte er es dann doch. Und dann habe ich mich total hin und her gerissen gefühlt, was ich jetzt eigentlich tun soll. Weil er zuerst ja Nein gesagt hatte und dann doch. Und dann wusste ich selber überhaupt nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Und das hat mich komplett überfordert. Und es ging dann so weit, dass ich leider wieder einen Nervenzusammenbruch hatte. Und ja, angefangen habe zu weinen. Und ja, zu schreien, ich kann nicht mehr. Und dann waren auch immer wieder kurz so die Dissoziationen da und ja, es war ziemlich schwierig für uns beide. Und meinem Freund ging es ja dann auch nicht gut. Und ja, deshalb bin ich dann frühzeitig zur Klinik zurückgefahren. Ich hatte das Ganze auch ziemlich traurig gemacht, dass ich wieder so in alte Muster auch verfallen bin. Es war einfach so viel Angst auch da. Also einfach irgendwie auch Angst, irgendwie frei zu sprechen und Angst, wie ich mich verhalte bei meinem Freund. Und ja, habe mir dann wieder eine Tava geholt. Weil es mir halt wirklich nicht gut ging. Es war halt auch wieder ziemlicher Selbstverletzungsdrang da. Kurz sogar Suizidgedanken. Ja, das mit der Beziehung mit meinem Freund, die Konflikte belasten mich halt wirklich enorm. Und ich lag dann eigentlich am Samstag die meiste Zeit nur noch im Bett. Nur abends konnte ich mich dann später erst aufraffen, noch ein bisschen zu lesen. Ja. Und heute ist jetzt der Sonntag. Mir geht's heute wieder besser. Hab mich soweit auch irgendwie selber stabilisieren können. Mein Freund hat sich auch entschuldigt, ich mich bei ihm auch. Und ja, am Wochenende ist nicht so viel los auf der Station. Manchmal spielen manche Patienten Spiele so miteinander. Ich würde da so voll gern mitmachen. Aber das ist momentan leider noch ziemlich viel Angst da. Aber vielleicht erzähle ich beim nächsten Beitrag, dass ich das schon geschafft habe. Ich weiß es nicht. Und ja, jetzt heute Nachmittag bin ich dann jetzt hier rausgegangen, um hier zu filmen. Und ja, hier so ein bisschen Tagebuch zu führen. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal.